Ja, die EU-Kommission arbeitet ja auch seit letztem Jahr an einem Gesetzesvorschlag angelehnt an die US-Variante des Foreign Agent Acts, das NGOs und akademische Institutionen dazu verpflichten muss oder dazu verpflichtet, alle Zahlungen außerhalb der EU transparent darzulegen. Jetzt haben Sie dieses georgische Gesetz scharf kritisiert. Können Sie mir kurz darlegen, wo Sie den qualitativen Unterschied sehen zwischen dem georgischen Gesetz, das ja eigentlich auch nur die Transparenz von Fremdfinanzierung einfordert, und der Variante der EU-Kommission? Das Thema ist ja auch ein Wiedergänger. Der Bundeskanzler hat sich bereits sehr klar anlässlich des Treffens mit dem georgischen Ministerpräsidenten im letzten Monat dazu geäußert. Die EU hat keine solche, wie von Ihnen behauptete, Regelung. Es gibt derzeit Diskussionen, wie Transparenz in bestimmten Bereichen hergestellt werden kann. Aber auch dabei handelt es sich um ein grundlegend anderes Konzept. Die Diskussionen dazu laufen außerdem noch. Es ist nichts beschlossen und möglicherweise wird auch nichts beschlossen. Zusatz? Ich kann gerne dazu ergänzen. Also in der Tat hinkt der Vergleich sehr, Herr Warwick, denn der Vorschlag der EU-Kommission wird ja auf die Interessenvertretung für ein Drittland abgestellt. Dabei geht es also nur um auftragsbezogene Dienstleistungen. Institutionell geförderte Akteure wie die NGOs fallen da in der Regel nicht drunter. Im georgischen Entwurf wird dagegen ausschließlich auf die Finanzierung aus dem Ausland als Kriterium abgestellt. Das ist ein sehr viel breiteres Spektrum. Außerdem geht es ja in dem Entwurf für eine Richtlinie, was es ja richtigerweise ist, der Kommission, nicht um Sanktionen oder eine Einschränkung der Arbeit von Interessenvertretern. Insofern ist es aber tatsächlich so, dass diese Richtlinie ja so, wie sie vorgeschlagen ist, noch in Diskussion ist und bei weitem ja auch noch nicht geeint ist. Zusatz? Dann noch eine generelle Verständnisfrage. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, befindet sich ja derzeit in Georgien. Gestern nahm er an einer explizit regierungskritischen Demonstration teil. Ein Teil davon war auch gewalttätig. Einige Teilnehmer versuchten, das Parlament zu stürmen. Da würde mich die Einschätzung des Auswärtigen Amtes interessieren. Betrachtet Sie denn diese Art von politischem Aktivismus als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Georgiens? Also erstmal, Herr Warwick, würde ich zurückweisen, dass die Gewalt prima facie von den Demonstranten ausgeht. Da, was wir sehen in Georgien im Moment, sind Menschen, die auf die Straße gehen für das Recht, die friedlich demonstrieren, wie Herr Büchner zu Recht sagt, die für das Recht eintreten, ihre Meinung da zu tun und sozusagen Kritik an der Regierung üben, die da gerade ein Gesetz erlässt, das sehr konträr ist zu den europäischen Werten. Und Georgien hat sich ja auf den Weg in die Europäische Union begeben. Und das bringen die Menschen, die dort friedlich demonstrieren, ja sehr massiv zum Ausdruck. Und was die Präsenz des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses angeht, ist es von uns als Regierung nicht zu kommentieren. Da müssten Sie die Frage schon an den Bundestag richten. Aber ich glaube, es gibt genug Beispiele in der Vergangenheit, wo deutsche Parlamentarier im Ausland auch ihre Unterstützung für Zivilgesellschaft zum Ausdruck gebracht haben. Ja, ich hätte noch mal eine Verständnisfrage. Das heißt, Sie sagen, die Präsenz eines ranghohen Mitglieds des Bundestages bei so einer Demo, aus der nachweislich heraus es Versuche gab, in das Parlament einzudringen, dass Sie dies als unproblematisch betrachten? Das hat Herr Wagner gar nicht gesagt. Wir haben schlicht und einfach gesagt... Ich habe Herrn Wagner gefragt. Ja, weil ich kann es gerne auch noch mal einordnen. Kann gern für mich beantworten. Wir kommentieren grundsätzlich nicht die Handlungen anderer Verfassungsorgane aus Respekt vor anderen Verfassungsorganen. Deshalb ist es völlig richtig, darauf zu verweisen, dass die Frage an den Deutschen Bundestag zu richten ist. Und ehrlich gesagt, es geht ja hier in Georgien um ein parlamentarisches Verfahren. Also der Austausch mit den Parlamentariern, es gibt auch eine Opposition in Georgien, die ja arbeiten kann, ist ein vollkommen normaler Vorgang. Zusatz? Aber es fällt ja nun schon auf, wenn man das sozusagen spiegeln würde, wie kritisch man hier umgeht mit Demonstranten, die versuchen, etwa den Reichstag zu stürmen, und wie nonchalant man da anscheinend drüber hinweggeht im Falle Georgiens. Wie wollen Sie denn da sozusagen auch um der Glaubwürdigkeit willen sagen, das sind Proteste, die sind legitim und die anderen sind nicht legitim? Also ich glaube, Herr Warwick, wir haben einfach nicht dieselben Bilder von den Demonstrationen in Georgien gesehen. Ich habe Bilder gesehen, wo Ordnungskräfte massiv gegen einzelne Demonstranten vorgegangen sind, und diese Gewalt ist im Übrigen auch nicht akzeptabel. Diese Menschen sind dort im ganz überwiegenden Fall, so wie wir das sehen bei den Bildern und beobachten können, um friedlich ihre Meinung dort kundzutun und gegen ein Projekt der Regierung zu demonstrieren.
Gibt es weitere Fragen? Und im Übrigen, den Fall, den Sie angesprochen haben vor dem Reichstag, da ging es um Straftaten, die da vereitelt worden sind durch die Polizei. Gibt es weitere Fragen zum Thema?